Hey, willkommen. Ich werde wahrscheinlich mehrere solche Videos machen von meinen größeren Songs, an denen ich mehr Arbeit reingesteckt habe. So eine Art Song-Aftertalk. Ich merke jetzt schon, dass meine Stimme komplett hinüber ist. Das ist ein guter Anfang, das ist ein guter Anfang. Kann ich mir dann tief reden jetzt? Das klingt dir viel besser, wenn ich meine Morning Voice habe. Kann mich nicht beklagen. Erste Rap-Voice, ja, der erste Rap-Verse wurde in dieser Stimme aufgenommen, in der tiefen Rap-Stimme. Leider. Leider, wenn man mit der tiefen Stimme aufnimmt, mit Vocal Fry oder so Sachen oder alles, was tiefer ist, ist in der Kombination mit anderen Instrumenten wie Bass und Drum überdeckt und man hört es nicht so leicht raus im Song. Das heißt, es klingen meistens Rap-Verses oder Singing-Verses mit höherer Stimme besser als mit tieferer Stimme, weil die tiefere Stimme leichter im Song untergeht als die höhere Stimme. Habe ich leider selbst viel herausgefunden, da ich sehr viel probiert habe, mit tieferer Stimme zu singen. Und die Rap-Verses überhaupt stechen einfach besser durch mit höher Habt ihr endlich was? performierter Stimme. Ja, genau, so in die Richtung. Und ich werde. Ihr seht es, ich habe es über Call of Duty Content drüber gelegt. Ein kleines Video, was ich eigentlich geplant habe zum Schluss, wo ich das eigentlich nur so auf TikTok und YouTube stellen wollte, mit nur Musik, ohne Commentary. Aber TikTok meint, dass das Gameplay mit meiner eigenen Musik zu ähnlich klingt wie der Song von einem anderen Künstler. Deswegen habe ich es nicht da auf TikTok stellen können bis jetzt. Ja, goddammit. Ich kann mich nicht beklagen, nein, es gibt eigentlich genug, über das ich mich beklagen kann. Überhaupt seitdem ich Music Marketing mache, aber es gibt immer genug zum Beklagen. Der Song selber ist ein Kind aus zwei anderen Songs, die noch kommen werden. Ein Song, der ja, aus drei verschiedenen Songs entsteht, eigentlich. Ein Song, an den ich geschrieben habe. Und der dann so lang wurde mit so viel in Kontext und Sachen drinnen, dass ich ihn in drei Songs aufteilen habe müssen, die später noch kommen, nicht so schnell, da ich jetzt erstmal an da drei Remakes arbeite von drei Songs, die ich wieder machen werde und in der Zwischenzeit wieder natürlich mehr Gaming-Footage, Gaming-Content reinhauen werde in meinen YouTube-Channel und versuchen auch ein bisschen mehr Fitness machen und neu auch kochen. Ich glaube, ich werde dieses Video heute hochladen, direkt nach dem Aufnehmen und dann morgen versuchen, mein nächstes Kochvideo rauszubringen, was ein bisschen perverser ist mit Buffalo-Würmern, wenn ich das fertig editen kann. Und editen dauert bei mir ein bisschen länger, alles was mehr zusammengecuttet wird und geeditet. Eh klar, da ich selber editen muss. Was ich eigentlich auch ziemlich viel für meine Gaming-Sachen gemacht habe, da mir meine Thumbnails am meisten taugen an dem Editen, habe ich mir jetzt ziemlich viel Thumbnails als Intro hinzu reingehaut mit ein bisschen Musik drüber. Aber solange der Kanal eher wenig Zuschauer hat, ist das ja eigentlich ziemlich egal, was ich mache, wenn man es sowieso nicht sieht. Und deswegen habe ich jetzt auch probiert, mich auf mehreren Webseiten anzubieten. Facebook und Instagram habe ich heute mehr probiert und eher herausgefunden, dass alles mehr in die Richtung Musik, Scam, Business aufgebaut ist. Darüber kann ich mich genug beschweren zurzeit. Ich habe auf Instagram drei Songs gepostet und bei einem Song, ohne dass ich, es hat sich einer anscheinend den Song angehört und mit einem Typen, der sich das angehört habe, habe ich sechs Nachrichten bekommen, wo ich meine Musik ein Promoting-Material posten kann, als Promo posten kann. Und natürlich alles mit Geld, wo man auf einer Bot-Seite Geld investieren kann, dass man seine Musik postet, ohne dass sich wahrscheinlich viele reale Leute das anhören werden. Darüber kann man sich haufenweise beklagen. Das ist anscheinend die Instagram-Erfahrung. Es ist komisch, dass ich hätte nicht gedacht, dass bis jetzt mir TikTok fast am besten gefällt in dem YouTube, dass man mit realen Leuten in Kontakt kommt und dass da die Aufrufszahlen am höchsten sind.
Ja, mal schauen, wie Facebook läuft. Von Facebook habe ich ein bisschen Angst, da ich eigentlich mit keinen realen Leuten von mir in Kontakt treten will. Nicht wirklich will, dass Leute, die ich kenne, aus Schulzeit oder Freunde oder Ex-Freunde, das anhören können und wissen, dass ich das mache. Ich von der Familie, von mir selber weiß eigentlich fast keiner, dass ich das mache oder dass ich nicht. Oder dass ich schon auf YouTube bin und so und das Marketing da herausstelle. Ich würde natürlich mehr Views bekommen mit diesen Leuten, die mich kennen. Aber irgendwie bin ich zu unsicher, dass ich das poste und Leute, die mich kennen, das wissen, dass ich das mache. Und dann muss ich mehr Kontakt mit den Leuten haben. Mit Leuten Kontakt haben ist ja das the worst thing. Ich will doch nur meine Sachen posten. Und dann ein bisschen Views daraus bekommen. Verdammt. Verdammt. Ja, meine Stimme geht wieder ein. Ah, was will ich noch sagen über den Song? Er hat ziemlich viele Themen, die er anschneidet. Bisschen politisch. Ah, sehr viel wieder über mich selber, meine Meinungen. Ah, er ist nicht so ironisch, nicht so sarkastisch, wie man das vielleicht von anderen Songs kennt bei mir. Es wird sowieso alles irgendwie in keiner genauen Richtung sein. Rap kann man sagen ist und Hip-Hop ist das Hauptsächliche, was man sehen wird bei mir oder hören wird bei meiner Musik. Aber ich habe sehr viele experimentelle Projekte, die kommen werden. Deutsch gemischt, Englisch gemischt und sehr viel, über das ich mich beklagen kann eigentlich. Ja, ich kann mich nicht beklagen, aber ich werde mich sehr viel beklagen. Das wird keinen Sinn ergeben, oder? Naja, ist egal. Es beklagt sich hier jeder über ihn. Ja, ich muss niesen. Ja, Dreck. Über jeden Dreck. Jo. Ich glaube, das war's. Vielleicht mache ich noch ein Teil 2, falls mir mehr einfällt, aber. Peace out.